Weiter geht es mit einer neuen wilden Folge X-Men Origins Wolverine. Freut mich, dass du da draußen wieder mit am Start bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, Freunde. Bewerten, kommentieren, um zu supporten. Und ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben. Hugh Jackman macht ja noch einmal den Wolverine wegen Ryan Reynolds in Deadpool, aber danach ist der Mann raus. Wer soll sein Nachfolger werden? Denn es wird auf jeden Fall irgendwann einen neuen Wolverine-Darsteller geben. Aber wen hättet ihr da gerne? Ich bin mal gespannt, was die Leute so schreiben. Ob sie kreativ sind. Oder ob wir am Ende wieder nur Tom Hardy lesen. Denn alle wollen ihn. Aber ich glaube nicht, dass es Tom Hardy wird. Ich bezweifle es. Außerdem Tom Hardy, ne? Wird auch nicht jünger. Das ist auch noch so eine Sache. Der ist ja auch schon... Wie alt ist der jetzt mittlerweile? 45, 46 Jahre alt? Also jünger wird er nicht. Wenn man danach geht, ey, wir wollen jemand Junges, der noch die Transformation hinlegt und alles. Ja, dann müsst ihr mal Gas geben, wenn ihr Tom Hardy haben wollt. So jung ist der Mann leider auch nicht mehr. Ach ja, ich wurde auch öfters gefragt, wo ich dieses Spiel gekauft habe und wo man es kaufen kann. Und das Spiel kann man nirgendwo mehr kaufen. Dieses Spiel hier kann man leider nirgendwo mehr kaufen. Denn Activision hat ja sehr, sehr viele Lizenzen gehabt für diverse Animationsfilme, für Marvel-Zeug. Die hatten ja Captain America, Spider-Man. Die hatten ja wirklich alles, die Jungs. Nur leider haben sie für all diese Spiele auch die Lizenzen verloren. Und deswegen kommt da nothing. Da kommt nothing anymore. So, kann er wieder Damage bekommen? Ja. Ist super schade. Aber ist halt so. Also ich habe so ein bisschen die Theorie, die hatten die Lizenzen immer nur für 10 Jahre, weil irgendwie ist aus der Zeit ja schon alles weg. Und das ist jetzt nicht erst seit gestern, sondern seit ein paar Jährchen. Spider-Man, Amazing Spider-Man ist ja auch weg. Kannst du auch nicht mehr kaufen. Und so wahnsinnig alt ist das auch noch nicht. Das ist auch so ungefähr aus derselben Zeit. Vielleicht sogar ein bisschen jünger. Ich weiß es gerade gar nicht. Der zweite ist, glaube ich, so 2012 die Richtung. Oder 13. Komm, jetzt zieh mal hier einen Stöpsel, das Vieh nervt. Hau weg. So, wieder ein bisschen gelevelt. Also ja, wer das Spiel spielen möchte, gebraucht, wird man es auf jeden Fall finden. Ich weiß gar nicht, wie da die Preise sind, ob das jetzt auch schon zu einem Liebhaberstück ist. Weil es gibt ja ein paar Spiele, die haben echt üble Preise, weil sie halt einfach nicht mehr hergestellt werden. Und so ein bisschen den Kultstatus erlangt haben. Klar, Wolverine ist ein großer Name und der Fakt, dass es halt eher ein Spiel für Erwachsene ist, der macht es natürlich attraktiv für Sammler. Also ich habe keine Ahnung, was das kostet. Ich habe das Spiel damals gekauft. Wow. Wow, 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 wow. Ich habe das Spiel damals gekauft vor... Jahren. Auch nicht zum Release. Obwohl, ich glaube, ich habe es auch nochmal für die Konsole. Kann sein, dass ich es doch auch zum Release schon hatte. Dankeschön. Oh. Oh, hier nochmal drauf. Und rüber mit uns. Also es kann auch sein, dass ich es irgendwie noch für die Konsole habe, für die Xbox 360, weil damals habe ich mir eigentlich so gut wie alles geholt von Games Only. Ja, so viel Zeit muss sein, Bro. Oh oh, oh oh, jetzt geben die auf einmal Gas. Come on, da drüben, das bröckelt böse. Oh, oh. Unfair. Fucking unfair. Wraith, this is Logan. You copy? Loud and clear. What's up? I need a position update on that ion emitter. Roger that. Hold on one second. Let's see here. You need to proceed west, then north.
It's located on some kind of tower. Thanks. You better step it up, buddy, because Kree's on his way to Tower 2, and Noah's headed to Tower 3. Got it. I'd hate to be the last one to the party. Logan out. Der Mann muss einen Haufen Unterhemden haben. Der muss einen riesen Vorrat an Unterhemden haben. Nicht wahr, Machetenmeister? Yo, 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 yo. So, aufgespießt. Der macht eiskalt weiter, ne? So, was nu? Oh, ein Jäger. Kabams. Da ist der Speer gebrochen. Jetzt komm mal da hinten raus aus deiner Ecke. Unangenehmer Dude. Ich weiß, ich habe 4 Skillpunkte. Aber ich bräuchte 8 für mehr Damage. Und Damage ist halt so King. Ihr wisst ja, Damage ist immer King. Egal was du tust, Damage gewinnt. Draufhauen. Wie möchte ein Leben? Worte. Ihr braucht schon Worte. Druff. Voll Druff. Wow, 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 wow. Ich dachte, ich hätte noch ein bisschen Zeit. Aber anscheinend nicht. Ach komm, Logan. Also den Sprung, den hättest du jetzt aber auch echt schaffen können. So. Äffchen. This is Creed. I'm about one click away from Tower 2. Any surprises up ahead? Nothing I can see. Nothing I can see. That's firing my confidence. Somehow I think you'd be a little more thorough. If it was your ass out here. You got a problem with how I do my job, Creed? Yeah, I do. All right, can the chatter, you two. We've got a mission to complete. You read me? Yes, sir. Wraith out. Creed out. Was musste man hier denn nochmal machen? Man konnte die hier auf jeden Fall verschieben. Oder man da irgendwas losprügeln? Na, hier ist ein Ende, ne? So, ich muss hier oben hin. Da geht nichts. Ah, da ist ein Rad. Let's go. Irgendwas werden wahrscheinlich die Statuen hier machen. Wall run? Nee. Wir müssen jumpen. Oh, beeil dich, Dude. Na, hier gibt es natürlich einen leckeren Bonus. Den man sich holen will. Das komme ich hier wieder nicht rüber. Jetzt sind die nämlich wieder weg. Nee, das schafft er leider nicht. Okay, eigentlich ziemlich easy. Wenn man sich nicht den Bonus holen will, dann schafft man das auf jeden Fall in einem Rutsch. Aber wir wissen ja, ich bin gierig. Bonus geil. So. Dann hier und we did it. Haha, ausgetrickst. Oh Gott. Nicht ausgetrickst. Alter Logan.
Der Boy wäre beinahe verreckt. Moin. Alright, ihr wollt tanzen? Tanzen wir. Alter, such dir doch mal ein Hobby. Nee, jetzt ist zu spät. Ey, das ist so mies, weil er dich einfach immer trifft. Jetzt komme ich an ihn nicht ran. Es ist so mies. Warum visierst du ihn nicht an? Ja, toll. Dankeschön. Endlich. Verdammt, dieses riesige Fleischbällchen. So, jetzt nochmal ordentlich auf die Schnüss. So, jetzt macht er gleich hier seinen Asche-Move. Ah, er fängt mich ab. Ich hätte da von hinten drauf gehen müssen. So, da machst du nix. Wow, der hat eben meinen schweren Angriff. Eiskalt geblockt. Ah, hat er mich. Ey, da kommst du nicht weg, ne? Da kommst du nicht weg. Der Splash von dem hat so eine Drecksreichweite. Hier, easy. Aber hier, der trifft dich einfach immer. Na, hat er mich. Weil er super schnell auf den Beinen war. Mich wieder nicht drauf. So. Die mögen dieses Magma-Vieh. La 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 la. Ich hab's zum ersten Mal geschafft. How? Nee, smacke wie bei Mama. Oh nö, ein Flammendude. Ich weiß nicht, ob ich dich gut finden kann. Ah, wenigstens habe ich es geblockt. Endlich. Weiter geht's. Yikes. Alter, wie viele kommen denn hier schon wieder? Die Kamera ist gerade richtig mad. Was ist hier los? Warum dreht die Kamera gerade so übelst durch? Ray, this is Logan. I'm at the base of Tower 1. The ion emitter at the top of this? Yeah, tall, isn't it? Well, you might have mentioned that before. I didn't want to ruin the surprise. What? You afraid of a little climb, Logan? It's not the climb, it's the drop. Thanks for your help. Logan out. Ja, aber du bist ja unverwüstlich, Kumpel. Klar, die Schmerzen muss er trotzdem alle durchleben, aber er überlebt sie wenigstens. Er hat eine Atombombe überlebt. Er ist komplett weggebrutzelt worden. Jungs, ihr könnt mir auch einfach aus dem Weg gehen. Bams, schön rein. Boah, schön den Kopf runtergeprügelt.
Das war schon irgendwie ziemlich sexy. Weiter nach oben, ha? Geht's da weiter? Irgendwie nicht. Nee, wir müssen hier wahrscheinlich... Ja, hier rum. Ja, das hat schon so ein bisschen was von God of War, ne? Das ist so ein Wolverine God of War Spiel. Okay, warte mal, wenn ich jetzt hier nach unten gehe. Komm ich hier drauf? Und hier hin und ans gute alte Seil. So. Ein Akt der Balance. Was macht der da? What? Ist einfach rübergeslidet. Also kann man es auch machen. So kann man es auch machen, Dude. Krass, dass sie das stellenweise wirklich überleben. Oh, jetzt kommt der Chef. Bam. Pack dein Stöckchen weg, Alter. Boah, Vorsicht, nicht runterfallen. I win, you lose. Mehr Bestie als Mensch. Alrighty right. Wow, beinahe runtergefallen. Warte, wie hoch ist dieser Turm? Der ist ein bisschen zu hoch. Das war eine doofe Ecke. So, hier. Das war eine sehr, sehr unschöne Ecke, an der ich eben gerade gehangen habe. Alter, die Karten sind ja auch riesig, ne? Also die Level. Wenn man mal bedenkt, dass wir jetzt hier so einen gigantischen Turm wirklich in Echtzeit hochklettern. Da haben sie sich damals nicht lumpen lassen. Haben auch gigantische Levelkonstrukte auf die Beine gestellt. Damals war das halt auch ein super beliebtes Genre und jetzt mittlerweile... Ich würde nicht sagen, dass es komplett... Doch, es ist komplett tot. Doch. Das letzte, was in die Richtung ging, war eigentlich Devil May Cry 5. Ne? Sonst kam da von großen nichts mehr. Ich hatte noch dieses Solstice, das eher so ein Double-A-Game war. Das war eigentlich ziemlich gut von der Grafik her und auch so von der Inszenierung war es nicht schlecht. Kein schlechtes Spiel. Aber sonst, was hatten wir noch? Gungrave. Wollte ich immer mal spielen. Kam aber nie dazu. Was löst der Mann eigentlich nicht mit Gewalt? Wieder runterwerfen? Das wollte ich gar nicht. Okay, Jungs. Danke für eure Geduld. Tschüss. Schmeißt mich ja nicht runter. Alter, das ist Sparta. Bam. Okay, das war der letzte, aber wenn ich jetzt hier wieder ein bisschen dran rumspiele, kommt wahrscheinlich noch eine Welle, oder? Wie viele sind das denn? Au! Alter, der hat sich voll den Kiefer gebrochen. Autsch.
Der gute alte Alki Lake. Wo die ganzen Schnapsleichen angespült werden. Just found two men down. They need immediate... Fresh meat. Welcher Hunde? Gab's Hunde als Gegner? Oh, eine neue Fähigkeit. Alter. Shepherd. Die waren ja ganz schön kreativ. Apropos kreativ. Kann ich denn hier irgendwie... Total 6 Gesundheit. Na komm. Bisschen Gesundheit müsste schon... Muss schon drin sein. Ich will auf jeden Fall gucken, dass wir den Damage erhöhen. Ja, damals war halt für das Genre eine geniale Zeit. God of War hat halt so einen Umsatz für Sony gemacht, dass sie halt voll drauf hängen geblieben sind. Und dann wollte halt jeder auch so ein bisschen was, ne? Devil May Cry hat halt geschallert von Capcom. EA hat dann gedacht, okay, Dante's Inferno hat leider nicht geschallert, was in meinen Augen total wieder so ein... Also da kann man wirklich sagen, Opfer der Agenda, ne? Hätte man das nicht so die ganze Zeit mit God of War verglichen, glaube ich, wäre das recht erfolgreich geworden. Aber das wollte man irgendwie hassen, weil alle irgendwie ihr God of War verteidigen wollten. Dabei hatte Dante's Inferno genug eigenes... um seinen Daseinswert zu hatten. Natürlich ist es im Genre wie so ein God of War, aber God of War hat es auch nicht erfunden. Devil May Cry gab es davor und davor gab es auch andere Spiele in die Richtung. Ja, God of War hat sich auch bedient. Aber so ist das eben. Für die meisten Leute ist Battle Royale Fortnite, ne? Und es war ja bei weitem nicht das erste. Es gab ja auch davor schon PUBG. Und andere Vertreter, die so ein Konzept aufgegriffen haben. DayZ, der auch diesen Battle Royale Charakter hatte. Es war nicht darauf ausgelegt, dass es so enden muss, aber so vom Prinzip her, ne? Loot sammeln, wenn du weg bist, bist du weg. Andere bereichern sich an deinem Loot, werden dadurch stärker. Das ist halt so das Problem an der Gaming-Community. Sie sind immer so darauf erpicht, alles so auf Zwang zu vergleichen. Und wenn sie dann Ähnlichkeiten finden, dann wird halt eingestochen, ne? I'm the best at what I do. I need that perimeter set up ASAP. Nord, we're releasing a Wendigo prototype. He's being moved to your position right now. Negative, I don't need him. I can do this on my own. Your self-esteem's not a priority for me right now. Er will das alles alleine machen. Viel Glück, Bro. Viel Glück. Kann man da ranklettern? Ja. Ja, alte Logan. Er gibt Gas. Was hatten wir denn noch so für Spiele? Bullet Witch. Night Contract. Deploying Wendigo prototype. Das war's. Ihr habt einfach nur einen Typen aus dem Heli geschleudert und sagt, so. Das ist es jetzt. Ah, okay. Das war mal ein Mensch. Jetzt wissen wir es. Das war mal ein ganz normaler Dude. Bis Striker halt angefangen hat, seinen Shit zu machen. Na, komm schon. Der war doch noch umgedreht, der Sack der Elende. Jetzt aber.
Das ist euer Wendigo Prototype. Stimmt nicht. What the? Alright, Kumpel. Und ich bin erstmal wieder nackt. So wie ich es gerne hab. Nackt durch den Wald bei Minustemperaturen. Das ist voll mein Ding, Alter. Darauf stehe ich brutal. Yikes. Mir geht's gut. Oh mein Gott. Wow. Alter, die Nuke. Ich benutze so ein Skelett. What the fuck, Alter. Komm schon, zieh dich hoch. Wie es aussieht, Alter. Guckt euch das an. Oh Mann. Ey, aber das gab's schon mal wirklich, dass er noch so ein Skelett war. Ich kann mich noch erinnern, es gab so ein Comic, Punisher Kills the Marvel Universe. Geiles Comic. Habe ich damals in der Museumsedition gekauft. Mit so einem Einband. Und da war ich auf so einer Comic-Veranstaltung und habe das dann von den Originalzeichnern noch unterzeichnet bekommen und so weiter und so fort. Das habe ich auch noch. Schön verpackt. Es könnte sogar ein bisschen was wert sein. Leider sind Comics einfach nichts mehr wert. Früher wurde das so gemacht. Oh, Sammlerausgabe und bla bla bla. Klar, die ersten Superman, die ersten Spider-Man auf Englisch. Auf Deutsch auch ein bisschen. Aber selbst da ist es so wenig wert. Im Endeffekt kriegst du den ersten Spider-Man auf Deutsch für vielleicht Taui. Das ist halt auch jetzt nicht die Welt, ne? 1000 Euro. Wenn man es unbedingt will, kann man es realistisch halt schon holen. Also deutsche Comics kannst du schon mal von vornherein vergessen. Klar, man muss sich darüber diskutieren, ob der erste Spider-Man, der erste Superman auf Englisch was wert ist. Besonders Superman ist immer noch ein sehr, sehr wertvolles Comic. Ich werde nie vergessen, wie ich vor ein paar Jahren in einem Comicladen war und hab gedacht, oh, mal wieder ein paar Comics lesen. Und ich hatte als Kind, aus dem Jahr 1996, glaube ich, hatte ich ein Spawn-Comic. Spawn vs. Batman. Und ich habe ihn so gefragt, ey, du hast nicht zufällig dieses Spawn vs. Batman-Comic? Und er so, ja doch, klar. Guck mal da drüben in die Kiste. Ich guck da so rein. Und das Ding hat einfach nur 1,50 Euro gekostet. Oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr ganz. Es war unter 5 Euro. Es war marginal wenig. Es war wirklich traurig wenig, in einem Top-Zustand. Das Ding sah aus wie neu. Also es war kein gelesenes, zerflattertes, altes Wix-Heft, sondern es sah aus wie neu. Und er sagt so, keine Ahnung, 1,50 oder sowas. Oh Mann. Ich habe das irgendwo noch zu Hause. Zustand unbekannt. Also miserabel wird es nicht aussehen, weil ich war jemand, ich bin auch schon als Kind sehr liebevoll mit meinen Sachen umgegangen. Aber ja. Es ist gelesen, mehrfach rumgeblättert und so weiter und so fort. Was wird es wert sein? Nichts. Ja, auch natürlich Deutsch. Als Kind habe ich keine Comics auf Englisch gelesen. Ganze Spider-Man-Sammlung. Hier, wo die Klonkriege waren. Ben Reilly und alles. Spider-Man im Venomverse und so. Richtig coole Hefte. Dann Spider-Boy, auch sehr geil mit... wie heißt er hier? Dr. Strange. Zusammen gab es da coole Hefte, coole Crossovers. Alles da, aber wertlos. Absolut wertlos. Ist leider so. Ich wünschte, es wäre anders, aber es ist komplett wertlos, das Zeug. Wahrscheinlich wurde damals schon zu der Zeit einfach auch zu viel gedruckt. Und zu viele Leute haben sich gedacht, hey, in sehr weißer Voraussicht... lagern wir die Dinge ein. Weil da war halt schon Comics so präsent. Das ist halt eigentlich immer so. Auch bei Magic. Ich bin ja auch wirklich seit fast Anfang an dabei bei Magic. Und auch da, die Karten. Ein paar sind richtig wertvoll. Ich habe zum Beispiel auch
Alpha- und Beta-Karten. Ich habe einen perfekt erhaltenen Konzentration. Das ist hier Dark Ritual, wo man schwarzes Mana bekommt. Für ein schwarzes Mana. Und selbst das, das ist Mint fast. Es ist fast Mint, das Ding. Das sind auch vielleicht, keine Ahnung, 6, 7, 800 Euro. Mehr ist es nicht. Ja. Bei Magic, da sind auch wirklich nur die Karten dann was wert, die Evergreens sind. Uff, uff. Okay, das ist ziemlich cool. Kopf runter, komm schon, der muss weg. Da hätte ich mir jetzt eigentlich noch eine Blutfontäne erhofft. Command, this is Condor 12. We are 5x5 and leaving Sector 7 for Sector 8. Condor 10, return to base immediately. Zum Beispiel so ein Mox Diamond habe ich auch in einem quasi perfekten Zustand. Der ist dann auch mal 3000 Euro wert, wenn der gut geratet wird. Aber so wie früher, dass man sagen konnte, ich hau da die Displays weg und das ist jetzt eine Wertanlage. Das funktioniert auch schon nicht mehr so. Schade eigentlich. Aber es waren einfach zu viele, ne? Zu viele denken sich, oh, ich hole mir jetzt hier 5 Displays, gebe dafür mal 700 Euro aus. Leg die dann für 10 Jahre weg und dann ist jedes Display plötzlich vielleicht 800-900 wert. Da habe ich mein Geld ganz schnell verzehnfacht. Tja, ihr stinkt, Jungs. Ihr stinkt halt. Die halten wirklich deutlich mehr aus, ne? Ihr seid stabil, Boys. Komm schon, für die Streak. Boah, wie viel hat der denn? Der hat einfach zu viel Personal, der Dude. Bam. So, da haben wir wieder 2 Punkte. Der kann eigentlich auch nicht mehr wirklich viel haben, der Dude. Ah, wenn du hier 140% bekommst, lohnt sich. Du musst halt wirklich am Ball bleiben und schnetzeln. Muss meine Prozente behalten. Alter, was ist hier los? Das nimmt ja gar kein Ende. Alter, wie er aus denen aber auch wirklich das Ketchup rausprügelt. Logan ist eine Maschine, wenn er mal loslegt. Der alte Wolverine. Beim Kekswichsen immer der Erste gewesen. Ey. Wie soll ich denn den wegholen? Ja, komme ich nicht hin. Das ist der einzige Weg, aber der shootet mich runter.
soll ich gegen den machen? Kann ich einen Baum rausreißen? Nee. Ey, Dude. Kann ich den anvisieren? Anders geht's ja nicht. Ja, der geht. Alter, wir den auch noch hier runterpeitschen. No, jetzt sind wir beide unten. Das war doch die ganze Zeit dein Plan, du Sack. Oh, jetzt ist ein neuer. Ich ignoriere dich jetzt, Alter. Kontrollpunkt. Schneemobil. Kann ich nicht so eins kapern? Das Problem ist, wenn ich die zu sehr ignoriere, dann fehlt mir die Erfahrungspunkte. Und dann kann ich nicht leveln. Du musst sie also vernichten, die Dudes. So, weg. Und weg. Da liegt er wieder, der Boy. Auf die Fresse legen ist irgendwie sein Ding, ne? Das ist sein Ding. Sich erstmal schön aufs Maul legen. Wow. Was ist hier los? Oh, zieh dich ran. Man hört Hunde, aber man tötet keine Hunde. So, Kontrollpunkt. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Immer schön anspannen und tschüss.